Dieses Video wird unterstützt von NordVPN. Ja, tut uns schrecklich leid, aber die Hauptuntersuchung besteht das Fahrzeug nicht. Freunde, ich versuche gerade, glaube ich, schon zum fünften Mal das Intro aufzunehmen. Dreimal habe ich verkackt, zweimal ist die Kamera irgendwie abgestürzt. Ich habe keine Ahnung warum, ich hoffe, das nimmt es gerade eben überhaupt noch auf. Heute geht es nämlich darum, TÜV auf den C63 zu machen. Denn viele von euch haben wahrscheinlich auch durch meine Videos schon mit dem Gedanken gespielt, so einen schicken Schlitten aus Dubai zu importieren. Und da wollt ihr natürlich wissen, wie schaffe ich es überhaupt, da TÜV drauf zu machen und den dann so anzumelden, weil da gibt es ein paar Sachen zu beachten, Papiere und so weiter. Und bei mir gibt es noch mehr Sachen zu beachten, denn hier ist ein toller Karton, in das das Nitro-Kit gleich wieder reinkommt. Denn wenn ich das da drin verbaut lasse, dann bekommt der TÜV-Prüfer, glaube ich, einen mittelschweren Herzinfarkt und fragt sich, alter Marius, was ist denn mit dir kaputt? Und wie ihr auch schon gut erkennen könnt, haben wir hier auch schon die Scheinwerfer ausgetauscht. Ich hatte mir ja bei Lackerus schon ein paar neuwertige geholt. Denn das ist auch eine Sache, die würde ich euch allgemein empfehlen, wenn ihr bei sowas TÜV macht. Fahrt auf jeden Fall mit den Papieren, die ihr euch organisiert habt und dem Auto, wenn euch das natürlich möglich ist, wenn ihr rote Nummern habt oder vielleicht mit dem Anhänger, zum TÜV-Prüfer. Quatscht vorher mit dem mal, weil der Herr Hölper meinte auch zu mir, als er diese Scheinwerfer gesehen hat, Marius, das ist natürlich jetzt nicht so geil, haben wir die neuen eingebaut und bekommen dann hoffentlich gleich keine Probleme. Ich habe aber letztens selbst noch einen mittelschweren Herzinfarkt bekommen. Wie ich nämlich mit dem Auto unterwegs war, habe ich so Sprit gerochen. Dachte mir so, warum riecht es hier auf einmal nach Sprit? Oh, jetzt fängt es auch noch an zu regnen, geil. Und dann habe ich die Haube aufgemacht. Hat auch irgendein Vieh drin gehaust. Alter, was ist denn jetzt schon wieder passiert? Ja, und wie ihr gesehen habt, war da ein Nest. Ich meine, vielleicht kennt es einer von euch aus, den könnt mal in die Kommentare schreiben, was für ein Tier das war, ob es eine Ratte war, eine Maus, ein Marder, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat dieses benannte Tier dann noch eine Kraftstoffleitung angefressen und dann hat es dann richtig noch nach Sprit gestunken und sowas braucht es echt nicht. Ich hatte echt Angst, dass dieses Auto am Ende noch anfängt zu brennen oder so, aber zum Glück ist alles glatt gelaufen, alles gefixt und jetzt holen wir mal das Nitro-Kit wieder aus dem Auto raus. Ja, und das während es jetzt hier irgendwie anfängt zu regnen und zu stürmen. Wieder Top-Zeitpunkt ausgesucht, Marius. Morgen Abend ist der Termin, das heißt, ich muss das jetzt noch schnell machen. So, Schritt 1. Die modifizierte Spritleitung müssen wir durch diese neue hier ersetzen. So, die Leitung ist jetzt drin, das heißt, ich muss natürlich noch die ganzen Ventile da hinten auch noch rauskriegen. So, und jetzt noch der letzte Schritt. Abdeckung wieder draufpacken. Zack. 3 Wochen später. Jetzt bin ich gerade endlich auf dem Weg zum TÜV und ich habe auch ehrlich gesagt gar keine Ahnung mehr, wie ich das Video gerade eben aufgehört habe. Also es ist mittlerweile 2 Wochen vergangen. Ich habe jetzt endlich einen TÜV-Termin bekommen. Wie immer war alles nicht nach Plan gelaufen. Und ich hoffe, wir bekommen heute TÜV, denn dann gibt es auch wieder regelmäßig C63-Videos für euch, weil das hat mich die ganze Zeit aufgehalten. Weil wenn ich mit dem Auto zu Göckel fahre, möchte ich natürlich, dass er auch das Bodykit, das er dann bekommen wird, einträgt, was übrigens eines der nächsten Videos dann sein wird. Und das eben nur möglich, wenn ich vorher eben eine schöne 21er Vollabnahme beim TÜV gemacht habe, die man natürlich bei solchen ausländischen Fahrzeugen mit dem Kollegen hier braucht. Aber bevor ihr jetzt aber erfahrt, warum ich mit meinem C63 AMG durch die Hauptuntersuchung gefallen bin, kommen wir erstmal zum Sponsor des heutigen Videos mit mal ein bisschen was Schönerem, nämlich NordVPN. Und ich bin auch echt froh, dass NordVPN das heutige Video sponsert, denn Freunde, ich habe nämlich ein großes Problem. Meine Freundin und ich sind nämlich seit der letzten Formel 1 Netflix-Serie sehr große Formel 1 Fans geworden, aber leider gibt es Formel 1 ja bei uns nicht mehr im Free-TV und wer hat denn schon Lust auf so ein richtig teures Sky-Abo? Und da kommt nämlich NordVPN ins Spiel, denn es gibt ja auch andere deutschsprachige und natürlich auch englischsprachige Länder, in denen man Formel 1 gucken kann. Aber man kann die Übertragung eigentlich nur schauen, wenn man dort im Land ist. Und da ist eben NordVPN einfach die Lösung. Zum Beispiel in Österreich bei Servus TV wird Formel 1 auch oft sehr oft betroffen, geht dann die NordVPN-App rein, klickt einfach auf Austria,
zack, verbindet ihr euch oder eben das Ganze auch noch auf dem PC und könnt schön kostenlos Formel 1 schauen. Und auch wenn ihr keine Formel 1-Fans seid, ist NordVPN aber auch das Richtige für euch. Denn viele kennen es ja auch, wenn ihr im Ausland seid und wollt mal deutsches Fernsehen im Livestream schauen, steht da immer in diesem Land nicht verfügbar. Geht ihr einfach wieder in die NordVPN-App oder aufs PC-Programm rein, klickt dann wieder eben auf Deutschland, verbindet euch und könnt ganz entspannt eure Serien schauen. Ist genauso natürlich auf Netflix anwendbar oder zum Beispiel in manchen Ländern gibt es kein WhatsApp, Google, PayPal, diese ganzen Sachen. Wenn ihr Zugriff darauf braucht, seid ihr, egal wo ihr auf der Welt unterwegs seid, sicher und gut mit NordVPN unterwegs. Und aktuell gibt es wieder eine geile Aktion. Da bekommt ihr ein 2-Jahres-Membership für nur 2,80 Euro im Monat und bekommt dazu noch einen Monat extra gratis dazu. Das alles natürlich über meinen eingeblendeten Rabattcode hier und den Link ganz oben in der Videobeschreibung und ganz oben in den Kommentaren. Und ich würde es euch echt empfehlen, weil wenn man einfach nur mal gegenrechnet, was man jetzt spart, im Gegensatz zu diesem netten Sky Sports Formel 1 Abo, also das sind die 2,80 Euro gar nichts dagegen. Also checkt es auf jeden Fall ganz oben in der Videobeschreibung aus. Und dann würde ich mal sagen, jetzt ab zum Erhölper, zur Dekra. So Freunde, ich bin jetzt hier beim Dekra Partnerbüro von Herrn Hölper angekommen. Erstmal vielen Dank, dass Sie uns hier heute empfangen und mein C63 auch und euch vor allem mal erklären, wie man denn da so vorgeht, wenn ihr euch auch ein Auto aus Dubai importiert. Herr Hölper, dann fangen Sie mal an zu erklären. Das Wichtigste ist einfach, man muss beachten, das Fahrzeug muss dem Zustand entsprechen der Erstzulassung. Das heißt, sie muss die deutschen Vorschriften zum Zeitpunkt der Erstzulassung erfüllen. Da ist es sinnvoll, im Vorfeld sich natürlich erstmal zu erkundigen, welche Abgasnormen, welche Abmaße und solche Geschichten hat und das vorher schon mal zu checken, damit da hinterher keine Probleme auftauchen. Es gibt zum Beispiel Fälle, wo Autos eben mit einer anderen Abgasnorm exportiert worden sind, die in Deutschland gar nicht mehr zulassungsfähig sind. Ja, das hatte ich zum Beispiel auch mal gelesen, dass jemand einen Porsche gekauft hat aus Dubai, auch 2008, das war das neue Baujahr. Denn in Dubai gilt nur die Euro 2 Norm. Das heißt, der Hersteller ist nicht verpflichtet, hier zu schauen, wie am C63, dass er die Euro 5 Norm erfüllen muss. Und wenn dann der Hersteller einem nicht bescheinigt, dass das Auto auch die Abgasnorm erreicht, dann sieht man alt aus. Ja? Ist er in Deutschland nicht zulassungsfähig. Und falls jemand von euch den Fehler schon gemacht hat, was müsste man denn da machen? Nur mal so. Also, es gibt eine Möglichkeit, dann ein spezielles Abgasgutachten machen zu lassen, zum Beispiel bei dem technischen Dienst der Dekra in Klettwitz. Das kostet natürlich sehr, sehr viel Geld und was hinterher an Abgas rauskommt, sieht man vorher ja auch nicht. Also das Ganze kann auch nach hinten losgehen, sodass man da überhaupt keine Abgasnorm erreicht, die man braucht. Und dann hat man mit Zitronen gehandelt. Und sehr viel Geld heißt was ungefähr? Also so ein Abgasgutachten ist man schnell mit 5.000 Euro mal dabei. Gut, und das könnt ihr euch natürlich alles sparen, indem ihr euch so ein Datenblatt bestellt. Ich habe mir natürlich auch bei Mercedes eins bestellt. Nehmen Sie es mal kurz. Ja. Das habe ich mir bestellt beim lokalen Mercedes-Händler bei mir. Das sind ja auch Landesausführung Dubai, wann das Auto ausgeliefert wurde. Die Motornummer, und da sieht man hier auch schön, dass Mercedes hier unten die Bremsen und alles bescheinigt, dass es quasi den Euro-Normen entspricht. Und hier oben sehen wir dann auch Euro 5 erreichter. Genau. Ja. Und was würden Sie denn jetzt machen, wenn jetzt zum Beispiel ich ein Auto aus Japan importiere und zum Beispiel so ein JDM gibt es ja auch, die gab es schon in Deutschland. Was müsste man dann machen? Also, wenn die in Deutschland überhaupt nicht existent sind, wären die Untersuchungen natürlich sehr, sehr umfangreich. Abgasgutachten, Lärmgutachten und. Ist also ein Aufwand, finanzieller Aufwand, der sich eigentlich schon für ein normales Auto kaum lohnt. Das muss dann wirklich schon ganz extremer Exot sein. Oder ein großer Wert einfach dahinter. Genau, wo ein großer Wert dahinter steht. Also es macht für ein Brot- und Butter-Auto keinen Sinn. Wir machen an sich erst eine Vollabnahme, richtig? Richtig. Und die beinhaltet was alles? Die beinhaltet eine Hauptuntersuchung mit Abgasuntersuchung und im Endeffekt eine Überprüfung des Fahrzeugs auf die komplette Vorschriftsmäßigkeit laut StVZO bzw. dann dahinter geschaltet der EU-Richtlinien. Ja. Und jetzt noch die Frage, die euch alle interessiert, was kostet der Spaß denn? Also die Hauptuntersuchung ist stinknormal, kostet 125 Euro mit Abgasuntersuchung momentan. Und dann die 21er-Untersuchung dabei, das geht nach Aufwand bei dem Fahrzeug, wo es jetzt hier relativ einfach ist mit dem vorliegenden Datenblatt, sind wir bei 250 Euro nochmal zusätzlich. Gut, also könnt ihr zusammenrechnen, das hier hat ungefähr, glaube ich, 460 Euro gekostet, dann nochmal 250 Euro, sind wir knapp bei 710 Euro. Ja. Was eigentlich sogar noch geht, sage euch nur eins, passt auf, kauft kein Auto blind, macht euch vorher schlau beim Hersteller, weil sonst kann man eine böse Überraschung erleben. Ja, wirklich eine böse Überraschung erleben. Ja. Aber ich würde sagen, wir gucken jetzt mal gleich mal. Ganz wichtig auch noch bei Unfallfahrzeugen. Ach, das hat mir vergessen, ja.
Salvage-Title aus den USA zum Beispiel ist auch nicht ohne, wo die Fahrzeuge dann da schon technisch kaputtgeschrieben worden sind. Die in Deutschland zuzulassen wird auch sehr, sehr schwierig, weil da guckt man dann noch wirklich nach, ob die Karosseriestruktur entsprechend ist und ob alle Airbags verbaut sind und so weiter. Ja, weil es gibt ja zum Beispiel, ihr kennt ja alle Copart, glaube ich. Das habt ihr bestimmt in Amerika auch schon gesehen. Bei Copart kann man ja solche Unfallautos von Versicherungen zum Beispiel kaufen. Die haben in Amerika einen Salvage-Title. Und da hat nämlich der nette Herr vom Mercedes-Autohaus mich auch schon gefragt, ja, Herr Sauer, ist das vielleicht ein Auto aus Amerika? Und ich habe gesagt, nein. Ich habe ihn aber natürlich gefragt, um natürlich euch das zu erzählen, warum er mich das gefragt hat. Denn wenn das ein Salvage-Title-Auto wäre, wüsste Mercedes das, nämlich in Amerika muss das ja gesetzlich festgehalten werden, dann würden sie mir dieses Datenblatt gar nicht ausstellen. Genau, damit wird er dann wahrscheinlich in Deutschland auch nicht zulassungsfähig. Genau, und dann hat er gesagt, dass die würden mir das nur ausstellen, wenn ich nachweisen kann, dass durch eine Mercedes-Benz-Zulassung oder Fachwerkstatt das Ding wieder richtig instand gesetzt wurde. Und das ist, glaube ich, ziemlich schwierig nachzuweisen. Und unwahrscheinlich, ja. Ja, und auch wirklich unwahrscheinlich. Ja, gut, dann würde ich sagen, dann checken wir mal das Auto zusammen durch. Gut, kein Problem, gehen wir gucken. Ja, aber sind denn noch alle Katalysatoren da? Also Katalysatoren können wir gerne mal gucken. Also eins, zwei, sieht gut aus. Lambda-Sonnen sind auch da. Vor-Cut wie Hinter-Cut, das sieht also schon ganz gut aus. Jetzt gucken wir mal nach den Gelenken, ob da irgendwas ausgeschlagen ist. Ach, die Bühne kann das alles. Die Bühne kann das, ja. Hier kann das also von Hand auflösen. Und dann sieht man, ob da irgendwas ist. Sieht alles sehr gut aus. Habe ich noch nie gesehen. Nee. Bremsbeläge sind in Ordnung. Die müssten demnächst mal neu, aber es ist auch für die Hauptuntersuchung absolut ausreichend. Auspuffanlage ist dicht. Die Gelenkwellenscheiben sehen gut aus. Ja, Bremsbeläge sind gut, Bremsscheiben sind gut. Sieht alles sehr, sehr ordentlich aus. Da würde ich mal sagen, da habe ich noch ein 1A-Fahrzeug in Dubai gekauft. Trotz hoher Laufleistung. Wir können ja mal gucken, ob wir noch Sand finden. Also man findet Sand tatsächlich so gut wie überall bei dem Auto. Ja. Vor allem in den Luftfiltern war sehr viel Sand. Also ja. Eine Minute, 37 Sekunden später. Ja, was soll ich sagen? Es gibt ernüchternde Neuigkeiten. Ja, tut uns schrecklich leid, aber die Hauptuntersuchung besteht das Fahrzeug nicht, weil leider falsche Reifen montiert sind. Die Reifengröße an der Vorder- wie Hinterachse passt nicht zu dem Datenblatt. Also wir können es euch gerade noch mal zeigen. Wir haben hier vorne nämlich, wo steht es, 245 drauf. Es hätten, glaube ich, 235 drauf gemusst. Korrekt. Laut Datenblatt. Und hinten haben wir 275 drauf und es hätten 255 drauf gemusst. Das heißt, obwohl ich eh neue Felgen kaufen, muss ich jetzt noch mal Reifen kaufen. Nächsten Tag. Und natürlich muss sich da schnell eine adäquate Lösung finden. Der ein oder andere wird jetzt die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, denn ich habe mir nämlich ein paar wunderbare Gebrauchtreifen organisiert. Hinten Race 1 Reifen mit noch genug Profil, nicht porös. Und vorne, glaube ich, Continental sogar. Aber beide sind, glaube ich, Baujahr 2013, sind nicht porös, haben genug Profil noch drauf. Also ich sollte damit auf jeden Fall TÜV bekommen und die sind eben nur dafür da, weil wenn das Auto dann im wahrscheinlich übernächsten Video zum Göckel kommt, wird das ja alles eh ein bisschen breiter. Da brauche ich eh nochmal andere Schlappen. Deswegen für den Zweck hat es jetzt getan. Hab knapp 260 Euro bezahlt und haben ein paar neue Reifen zu vernichten, würde ich mal sagen. Und damit haben wir noch ein anderes Problem behoben. Ich habe mich nämlich schon gewundert. Ich wurde um C63 jetzt schon dreimal geblitzt und habe mich immer gefragt, hä? Ich bin doch eigentlich nur knapp über der erlaubten Geschwindigkeit gefahren, also laut Tacho. Und eigentlich zeigt ein Tacho ja mehr an, als du in Wirklichkeit fährst. Es lag daran, dass ich zu große Reifen drauf hatte und dadurch hat der Tacho quasi 100 angezeigt, aber ich bin wahrscheinlich über 100 gefahren. Was natürlich auch der Grund ist, warum der TÜV-Prüfer an dieser Stelle sagt, nein, so mit den Reifen bekommst du keinen TÜV. Boah. Oh Freunde, ihr glaubt gar nicht, wie ich mich gerade freue. Der C63 hat endlich TÜV, da steht er, mein Baby. Hier hat er gerade schön beim Herr Hölper TÜV bekommen. Bei der Nachkontrolle mit den neuen Reifen hat alles gepasst. Und jetzt habe ich endlich den TÜV-Bericht hier in der Hand. Positiv abgeschlossen. Da steht's. Das heißt, es kann endlich mit C63-Videos weitergehen. Als nächstes kann es dann endlich zur Göcke gehen für das Bodykit. Da freue ich mich schon richtig drauf, endlich wieder für euch C63-Content zu produzieren. Das war für mich in der letzten Zeit echt richtig schwierig, die Füße still zu halten und dann die ganze Zeit zu warten mit TÜV und Termin. Und ihr habt das ja ein bisschen auf Instagram auch mitbekommen, wie sich das alles verzögert hat. Aber jetzt geht es endlich richtig los. Und weil ich es so verzögert habe,
habe ich tatsächlich noch einen zweiten YouTube-Kanal gegründet, weil ich wollte jetzt nicht die Videoserie im C63 mit diesen ganzen krassen Sachen unterbrechen. Und da habe ich einfach noch einen Kanal gegründet, wo es einfach ein bisschen lockerer zugeht, wo ich einfach mal ein paar Videos mache, wo ich so einfach mal Bock drauf habe, auch wenn es vielleicht nicht so ins Konzept, was hier so passiert, passt. Aber wenn ihr ein bisschen Bock auf ein bisschen Content nebenbei, ein bisschen lockerer habt, checkt es auf jeden Fall aus. Ich habe den Ich liebe Autos genannt. Ist jetzt nicht so der intuitivste Name, aber ich meine nur, ich habe YouTube angefangen, weil ich Autos liebe und dachte mir, nennst du den einfach mal so. Und ansonsten, wie gesagt, wir sehen uns dann im nächsten Video, nicht bei Göckel, sondern erst im übernächsten Video, weil es ist wie eine Katastrophe passiert. Was für eine Katastrophe, das werdet ihr im nächsten Video sehen, aber es ist immer so, wenn ich dieses Auto raushole und mal damit fahre, passiert immer irgendeine Scheiße. Und das werdet ihr dann im nächsten Video sehen und danach dann bei Göckel. Aber wenn ihr auch Interesse an so einer Vollabnahme habt, wenn ihr jetzt auch von mir inspiriert wurdet, ein Auto aus Dubai zu importieren, aus Japan oder sonst wo und braucht eine Vollabnahme, dann könnt ihr euch gerne beim Dekra Partnerbüro von meinem Hölper melden. Ich verlinke euch den mal ganz oben in der Videobeschreibung und da könnt ihr auch dann schön euer Auto TÜV'en, damit ihr es dann zulassen könnt. Also, wir sehen uns im nächsten Video. Abonnieren, Glocke aktivieren nicht vergessen und natürlich Algorithmus-Kommentar auch nicht vergessen. Und dann würde ich mal sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!